Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda-Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Sportlerehrung der Stadt Salzkotten, doch diesmal war alles etwas anders als gewohnt. Ob nun die Terminierung auf einen Samstagmorgen um 10 Uhr die richtige war, darf bei einigen leeren Stühlen angezweifelt werden. Auch viele der zu ehrenden Sportler hatten am Morgen hier nicht den Weg gefunden. Die vergangenen 2 Jahre, sie hatten den Sport massiv beeinflusst. Viele der sonst üblichen Sportevents mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Entsprechend kleiner auch der Kreis der Sportler, die eine Möglichkeit hatten, sich sportlich zu profilieren. Nachdem Bürgermeister Uli Berger in seiner Rede besonders die Leidenschaft und Kreativität vieler Vereine hervorhob, konnte ein glänzend aufgelegter Moderator Tobias Kleinschulter vom Selzer TV die erfolgreichen Sportler hier auf die Bühne rufen. Die stolze Bilanz dann für das Jahr 2019. Es konnten 89 Sportleistungsmedaillen in Bronze vergeben werden, dazu 23 Silber- und 4 Goldmedaillen. Deutlich weniger dann im Corona-Jahr, da waren es lediglich 13 Bronzemedaillen, 17 Silbermedaillen und eine Goldmedaille. Über eine Silbermedaille durften sich dann auch Judoka Stefanie Gallenkipper freuen aus der Judo-Abteilung des TV Salzkotten, aus der Leichtathletikabteilung des VfB Salzkotten dabei die Langstrecklerinnen Elfi Hüter und Sarah Metz. Auch das ganz große Leichtathletiktalent des Vereins Rumi Griese, die in der Speerwurfdisziplin erfolgreich war, konnte hier die Ehrung entgegennehmen. Wie Britta Schindewolf auch, die in Salzkotten wohnt und für den Schwimmverein Paderborn startet, sie war mit einigen hochkarätigen Platzierungen wiederum erfolgreich. 5 Goldmedaillen konnten heute vergeben werden. Eine für Elmar Sprink, dem Triathlon-Weltmeister der Transplantierten. Leider konnten sie die begehrten Goldmedaillen nicht in Empfang nehmen. Karin Schulz vom VfB Salzkotten, Weltmeisterin im Cross-Triathlon. Marlin Rose, die deutsche Jugendmeisterin im Para-Kugelstoßen. Rainer Mika vom VfB Salzkotten, der bei den deutschen Trail-Rundenmeisterschaften Platz 1 belegte. Sie waren entweder im Trainingscamp oder auf Wettkämpfen unterwegs. Auch Alex Nübel, in Tudorf geboren und als Torwart Profi in Schalke und jetzt beim AC Monaco unterwegs, hatte sportliche Verpflichtungen. Und dann war da noch eine ganze Basketballmannschaft, die in der U14 in der Basketball-Landesliga ungeschlagen blieb. Schlussendlich auch ein erfolgreicher Senior im Motorsportclub Johannes Deke, der 76-Jährige, belegte Platz 1 bei der Landesmeisterschaft und einige von ihnen stellten sich dann auch für ein Gruppenfoto zur Verfügung. Dann ein Höhepunkt an diesem Morgen, gut mit Spannung erwartet, als Tobias Kleinschulte die Sportler des Jahres vorstellte. Sie sind in der Sporthalle zu Hause, sind Korbjäger und sicherten sich den ersten Platz bei den Kreismeisterschaften. Nahezu mühelos schien ihr Weg auf Siegerpodest, denn bis zum ersten Platz blieben sie in allen Spielen ungeschlagen. Unsere Mannschaft des Jahres 2019 ist die Basketball-U10-Jugendmannschaft des TV 864 Salzkotten. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Unten runter und das Spiel Salzkotten September 21. Sportlerin des Jahres wurde die abwesende Paraleichtathletin Marlin Rose, die heute auf einem wichtigen Wettkampf unterwegs war. Sportler des Jahres dann der Salzkottner Elmar Sprink, der mit einem transplantierten Herzen auch als Triathlet international erfolgreich war. Alle 2 Jahre denkt man bei der Sportlehrung Salzkottens auch an die, die den Laden am Laufen halten, nämlich den Funktionären im Hintergrund. Mit der Sportplakette der Stadt wurden ausgezeichnet Michael Peters vom TSV Tudorf, Dieter Schmidt vom VfL Thüle und Petra Higgemann vom Reitverein St. Georg Salzkotten. Das goldene Lorbeerblatt, die höchste Sportauszeichnung der Stadt, war für Gisela Oelfer vom TuS Mantinghausen vorgesehen.
Tanzgruppe Chet Folds vom SV 21 Hederborn sorgte mit einer Show-Einlage dann auch für die richtige Stimmung. Eine ausgiebige Fotosession sorgte dafür, dass dieser denkwürdige Tag mit einem ungewöhnlichen Termin allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben sollte. Abschließend die Stimmen der Protagonisten an diesem Tag. Also ich habe sie gerne entgegengenommen, bin allerdings nicht so ungern mehr im Mittelpunkt. Ich will lieber der aktive Posten im Sportverein, versuche da mein Bestes zu geben, was ich also sehr genieße, als so eine Auszeichnung. Also ich bin mehr aktiv lieber als ehrenamtlich tätig, als an solchen Ehrungen teilzunehmen, aber ich nehme sie gerne entgegen, auf jeden Fall. Ja, es ist schon sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah ja, es kommt doch gut an und es ist, das ist immer so der Spaß. Aber ich selber reite nicht, aber meine Schwestern, meine Nichten und sind auch alle erfolgreich im Turniersport. Und ja, es macht einfach so Spaß. Und meine ganzen Freunde, Bekannte, das ist einfach alles daraus so gewachsen. Ja, es war eine schöne Überraschung. Ich habe mich sehr gefreut, auch mal in so einem Rahmen geehrt zu werden. Bedeutet das eventuell auch Motivation für weitere Arbeit im Verein? Auch das, ja. Und wir hatten auch gerade erst eine Mitgliederversammlung. Auch dort hatte ich nochmal zugesagt, für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Und das ist natürlich ein schöner Punkt dafür, für solche. Ja, und zu guter Letzt noch die Feststellung: Hungrig sollte heute niemand nach Hause gehen. Die allseits beliebte Currywurst, sie fand hier ebenso Abnahme wie grossig gegrilltes Geflügel. Und es war dann auch noch Zeit für ein Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten und dem Bürgermeister. Die Sportler-Ehrung im Jahr 2021 ausgetragen, trotz widriger Umstände eine würdige Veranstaltung. Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon-Büren-Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und KD Fliesentechnik.